Hallöchen, Popöchen, wie geht's euch stets? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir heute die Mikalev Herencia Torpedo Maduro vor uns. Kostet 11,20 Euro. Hat eine Länge von 13,97 cm, Durchmesser 2,06, was im Ringmaß von 52 entspricht, ist Box-Pressed. Deckblatt Pennsylvania, Broadleaf, Umblatt Ecuador, Sumatra-Sorte und die Einlage Honduras und Nicaragua. Soll sehr schokoladig, cremig sein und schöne Kaffeeröstaromen haben. Fast schwarzes Deckblatt. Also sieht wirklich sehr, sehr ansprechend aus. Super Anilla. Macht auf jeden Fall was her. Und eben Box-Pressed. Wie ihr sehen könnt. Sehr cool. Gomez Sanchez Family 1934, Herencia, kann man hier lesen. Genau, machen wir mal den Kaltgeruchtest. Oh, okay. Wenn ihr mal in Richtung Musik unterwegs wart, so alte Geigenkästen, so richtig urig, schön holzig, oder alte Gitarren, so Akustikgitarren, wenn man die aufmacht, so schön, so uralte Koffer, und so riecht es, also richtig schön alt holzig. Machen wir mal den Kaltzug-Test auch direkt. Schmeckt fast nach nichts. Vielleicht so ein Tick Heu. Aber das war's auch schon. Kein Pfeffer. Kein Nuscht. So, dann müssen wir sie auf jeden Fall mal anmachen. Dann tut sich bestimmt was. Hoffentlich für 11,20 Euro erwarte ich da einiges. Bis gleich. So, dann hoffen wir mal, dass wir sie anbekommen. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. So, ich hoffe, dass es reicht. Machen wir den ersten Zug. Krass. Direkt Pfeffer 4, 5 von 10. Sehr, sehr holzig und Kaffeeröstaromen ohne Ende. Und was Toastiges ist auch da. Das hätte ich jetzt vom Kaltzug nicht erwartet. Kaltzug war ja komplett null fast. Und jetzt kommt da hier so eine Nummer raus. Hm, ja, ja. Hat was Süßes auch. So dieses Toastige, dieses Weichere. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, es wird recht früh extrem holzig und ledern jetzt. Und auch Erde kommt jetzt hinzu. Aber nicht so fein aufeinander abgestimmt, also es wird richtig auf einen Schlag erdig und holzig. Ja, Pfeffer ist noch ein bisschen da, unterschwellig 3, 2,5 von 10 vielleicht. Und die Röstaromen natürlich. Aber wie gesagt, jetzt auf einen Schlag haben so das Holzige und dann das Erdige. Also ich muss sagen, jetzt wird sie schon ein bisschen rauer und ein bisschen schärfer. Nicht ganz so fein aufeinander abgestimmt. Irgendwie ist sie mir jetzt zu scharf. Ich meine nicht Pfeffer oder so, sondern irgendwie sehr rauchig, Lagerfeuer, holzig. Man lässt sich dann bewusst Zeit dran zu ziehen, weil es halt irgendwie so, ja,
bisschen zu rau, ein bisschen zu holzig, zu scharf, keine Ahnung. Es ist ein bisschen, stört mich das gerade, dass es nicht ganz so fein aufeinander abgestimmt ist. Aber das habe ich mir fast schon gedacht, als die Erde richtig reingeknallt ist und das Holzige. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt können wir sie langsam rauchen und dann schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Ja, die Schärfe ist ein bisschen weg, aber so ein bisschen Pfeffer ist noch da im Rachen. Sehr holzig, Kaffeeröstaroma und die Erde. Das sind so die vorherrschenden Aromen. Jetzt so ein bisschen kann man sich einbilden, so Zartbitterschokolade. Ja, so ein bisschen tut sich was. Ja, doch, Pfeffer ist schon noch da, also so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, so gefällt sie mir eher, schön weich, ein bisschen was Süßes kommt jetzt dann doch wieder hindurch, genau so schmeckt sie mir. So. Ja, am Schluss eine gute Kombination aus Kaffee und Erde und ein bisschen Kräuter auch. Ja doch, also das in der Mitte hat mir nicht so gefallen, das scharf, die unausgewogene. Das war nicht so schön fein aufeinander abgestimmt, meiner Meinung nach, nach meinem Geschmack nach. Ja, ansonsten ist es eine schöne Zigarre, lecker. Aber eine 5 wird es nicht, ich würde ihr jetzt auch aufgrund des Preises vielleicht eine 4 geben. Ja. 4 von 5. Dann genießt noch die letzten Sonnenstrahlen. Bis zum nächsten Mal.